Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Ja, heute habe ich mich mal wieder hingesetzt und habe mir mal überlegt, dass ich euch ein paar meiner aktuellen Favoriten gerne zeigen möchte. Ich habe das irgendwie lange nicht gemacht, dieses Format, und ich finde selber Favoritenvideos immer sehr schön und sehr inspirierend, und deswegen habe ich mir gedacht, ihr kriegt mal wieder meine Favoriten auf die Augen. Gerade in den letzten Wochen habe ich diverse Dinge einfach sehr gerne verwendet, sehr favorisiert einfach auch, und habe auch einige Dinge neu für mich entdeckt und wollte euch einfach daran teilhaben lassen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf das Video und auf ein bisschen Inspiration vielleicht. Los geht's! Das erste, was ich euch zeigen möchte, sind die Vitamine, die ich derzeit nehme und jetzt auch schon seit einigen Wochen. Ich bin der Meinung, das sind sogar schon 2 Monate oder so. Und zwar habe ich mich damals für die Natural Elements Premium Multi Variante entschieden. Ich finde dieses Produkt überragend. Ich habe es selber über Amazon bezogen. Ich werde euch den Link unten einmal in die Infobox packen. Angeraten wird, dass man 2 von diesen Kapseln am Tag nimmt. Eine morgens, eine abends. Ich sage euch ganz ehrlich, ich nehme nur eine, denn ich ernähre mich ja auch noch gesund. Und ich möchte einfach nur meinen Körper unterstützen, Vitamine und Spurenelemente quasi zuführen, die ihr vielleicht von mir zu wenig bekommt, und dementsprechend nehme ich persönlich nur eine Tablette, aber ich habe das Gefühl, ich bin wesentlich fitter, wesentlich wacher, wesentlich besser drauf, einfach seitdem ich diese Vitamine nehme. Und ich kann auch wirklich nur sagen, man hat ja wirklich herausgefunden, dass selbst Menschen, die sich super gut ernähren, die super fit, super sportlich sind, also wirklich die nach dem Lehrbuch leben, ja, selbst die haben Mangel. Und dementsprechend kann ich immer nur anraten, natürlich, ich bin kein Arzt, ich bin kein Ernährungsexperte, aber mir hilft, und das ist definitiv ein großer, großer Favorit. Dazu kommt, zurückgerechnet vom, ich glaube, letztes Jahr Oktober bis dieses Jahr März, hatte ich 3-mal richtig krasse Nasennebenhöhlenentzündung. Ich neige dazu ja, also das ist so meine Achillesferse, wenn man so möchte, ja. Ist bei mir Nasennebenhöhle und Magen. Und ich hatte 3-mal eine richtig, richtig krasse Nasennebenhöhlenentzündung. Richtig mit lange krank geschrieben, weil ich überhaupt nicht wieder fit wurde. Jeder, der das schon mal hatte, weiß, das klingt immer nach wenig, so eine Nasennebenhöhlenentzündung. Aber der Körper ist halt echt am Acker, ne? Also es war inklusive Rotlicht mit Antibiotikum zum Schluss und hört auf. Seitdem ich diese Teile nehme, ungelogen, ich hatte nicht mal einen Schnupfen. Es ist echt krass. Also ich will nicht alles auf diese Nahrungsergänzungsmittel hier schieben, aber ich glaube, die tun schon wirklich was für mich. Genau, sonst würde ich sie euch nicht anraten. Einziges Manko ist der Geruch, Leute. Alter, wenn ich euch sage, ich habe schon ein paar Mal gewürgt, als ich sie nahm, ist das nicht mal übertrieben. Ja, ich habe diverse Male gewürgt und ich darf nicht, also wenn ich dieses Ding einnehme, ja, heißt es, Luft anhalten, aufdrehen, schnappen, in den Mund, runterspülen, nicht atmen. Dazwischen nicht atmen, auf keinen Fall atmen. Diese Pillchen haben nämlich so einen unfassbar ekligen Geruch, das ist für mich wirklich kaum zu ertragen. Also das ist ein Geruch, der geht für mich nicht. Aber was sie tun, ist für mich wichtiger als der Geruch. Da halte ich doch gerne mal ein paar Sekunden die Luft an und kann ich euch mehr als anraten. Dann kommen wir mal zu einem Duft. Und zwar habe ich mir vor nicht allzu langer Zeit einen von diesen 007 Düften geholt. Und zwar ist das dieser in dieser orange-goldenen Verpackung. Ich habe von diesen 007 Düften auch die schwarze Duftvariante und ich liebe beide. Diese Variante hier ist noch etwas pudriger, während das schwarze etwas frischer, orientalischer ist. Ich weiß, das klingt ein bisschen schizo, aber es ist frisch orientalisch, ist dieses hier eher pudrig frisch. Und ich liebe es sehr. Es hält bei mir sehr lang. Ich finde, das ist ja immer so ein Ding mit diesen Drogerieparfums. Einige sind halt wirklich Nullnummern, was die Performance angeht. Dieses hier ist für mich wirklich super gut. Es ist mein Sommerduft 2021 und ich kann es euch nur anraten, wenn ihr auf solche Düfte steht wie Flora Botanica. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich liebe Flora Botanica, dann guckt euch diesen hier auch an. Das geht für mich so ein bisschen in die gleiche Schiene. Es ist halt pudrig, frisch, leicht floral, ganz, ganz toll.
Dann habe ich meine Liebe zur Körpercreme wiederentdeckt. Ich habe ganz, ganz lange Zeit mich wirklich sehr, sehr, sehr wenig eingecremt. Seit ein paar Wochen mache ich das wieder sehr gerne. Und zwar, weil ich diese Teilchen hier kennengelernt habe. Und zwar bin ich ja ein Düftelmädchen. Und die Firma Goose Creek war für mich immer Düfteln. Also Wachse, Kerzen und so weiter und so fort. Die Firma Goose Creek hat aber auch Körperpflegeprodukte und zwar auch Body Lotions und zwar die Soothing Body Lotions. Dieses hier ist jetzt die Duftrichtung Vanilla Bean. Es ist ein richtig schöner, leckerer, foodiger Vanilleduft. Wenn ihr sowas sucht und einfach riechen möchtet wie ein Butterkeks, dann ist das hier eure Fraktion. Es gibt aber auch noch diverse, diverse andere Düfte. Und was ich so toll finde an dieser Lotion ist, dass sie sehr schön pflegend ist, aber relativ schnell einzieht. Der Duft bleibt auch ein bisschen vorhanden, was ich super angenehm finde, weil ich finde, ich möchte mich auch zwischendurch nochmal schnuppern. Wisst ihr, wie ich das meine? Und ich liebe diese Teilchen. Ich habe zwei jetzt momentan in Anbruch, weil ich mich immer abwechsle zwischen den Düften. Habe mir aber insgesamt 4 Stück gekauft, weil ich einfach so begeistert bin von diesen Teilen. Also wenn ihr euch gerne eincremt und ihr sucht eine richtig schöne Sommer-Herbst-Lotion, wisst ihr, so eine leichte bis mittlere Pflegeintensität, guckt euch die auf jeden Fall an. Ich werde euch mal den Shop, wo ich das gekauft habe, unten verlinken. Da gibt es nämlich auch relativ günstig. Dann habe ich ein Produkt die letzten Wochen, / Monate einfach sehr, sehr, sehr gerne verwendet. Ich brauchte ein bisschen Zeit, um mich rein zu grooven, muss aber sagen, dass ich einfach dieses Produkt sehr, sehr, sehr wertschätzen gelernt habe. Ich habe es heute auch auf dem Gesicht und zwar ist es von Maybelline. Dieses Super Stay Full Coverage Powder Foundation. Und zwar ist das dieses Teilchen hier. Ich war anfangs nicht so 100%ig on board mit diesem Produkt, weil ich irgendwie, mir fehlte die Deckkraft. Ich habe dann aber einen anderen Pinsel verwendet und muss euch sagen, ich habe übrigens die Farbe Beige Sable 24 und die passt ziemlich wie Arsch auf Eimer, dass ich dieses Produkt wirklich schön finde. Gerade bei diesen heißen Temperaturen, man möchte ein bisschen Deckkraft, aber auch nicht zu viel Deckkraft, finde ich das Teilchen wirklich, wirklich toll. Und ich glaube, es liegt bei um die 7 Euro aus der Drogerie. Das geht kaum besser. Und ich muss sagen, für mich persönlich, ich habe auch das von L'Oreal, das Make-up im Hause. Und ich persönlich komme mit diesem hier besser klar, weil es nicht sofort so viel Produkt abgibt, wie das von L'Oreal. Also bei L'Oreal, das ist auch in Ordnung, aber da musst du halt wirklich ein bisschen vorsichtig sein, weil das so pudrig ist, dass man da leicht über Bord geht tatsächlich. Das hat man bei diesem hier nicht. Da kannst du ruhig 2, 3, 4 Mal reingehen und du siehst trotzdem nicht cakey aus. Also für mich passt dieses hier besser. Deswegen ist es auch eins meiner Favoriten. Dann greife ich mir gleich mal das nächste Puderprodukt und zwar der Highlighter. Freunde, der Highlighter meines Lebens. Ich habe eine Zeit lang, ich sage jetzt mal so vor 4 Jahren, 5 Jahren, super gerne Highlighter verwendet. Ne? Der Mary Luminizer, der, was es nicht alles damals gab, das ist sogar schon noch länger her, Freunde. Und irgendwie hatte ich so den Highlighter, das war nicht mehr so meins. Also ich bin ja die Rouge- und Bronzer-Tante, weniger die Kontur- und Highlighter-Tante. Und dann habe ich mir vor einigen Wochen das Produkt von Pat McGrath gekauft. Und zwar ist das der Divine Rose Highlighter. Weil ich Videos dazu gesehen habe und gedacht habe, oh, alles das, was ich da sehe, gefällt mir mega, mega, mega gut. Ja? Wenn man sich den so in dem Pfännchen anguckt, sehr rose-goldener Highlighter, so ein bisschen Schweinchenrosa, Miss Piggy, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr den auf der Wange habt, ist das aber einfach so ein toller, mega feiner Perlglanz in eher Gold als Rosa. Und das finde ich mega. Der lässt sich toll auftragen. Ich benutze so einen ganz kleinen, süßen, feinen Puffelpinsel dafür. Und ach, der ist einfach nur mega schön. Der sollte für den Preis sogar für mich bügeln, ehrlich gesagt. Ja, aber ich liebe ihn. Und das ist seit Wochen der einzige Highlighter, den ich verwende, wenn ich Highlighter verwende. Das mache ich auch nicht jeden Tag. Aber wenn, dann nehme ich das Patche. Ja, und dann weiß ich nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der Sommer ist da. Freunde, der Sommer ist da. Ich glaube, gestern hatten wir hier 32 Grad, vorgestern 34 Grad. Ich persönlich
feiere das total ab, weil ich immer denke, das ist unsere Urlaubswoche im Jahr, Freunde. Das ist unsere Urlaubswoche. Wir müssen dankbar sein, nächste Woche ist vorbei. Und ich bin aber auch ein Verfechter von Sonnenschutz. Und ja, ich habe wirklich, wirklich Probleme für das Gesicht, einen Sonnenschutz zu finden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es einfach wahnsinnig häufig so, dass ich Pickel bekomme. Ich habe schon wirklich teuren Sonnenschutz fürs Gesicht ausprobiert. Und wollte dieses Jahr einfach was Neues ausprobieren. Und da habe ich mir von Hawaiian Tropic die BB Cream geholt. Und zwar fand ich das einfach ein sehr interessantes Produkt. Bei der Vorstellung einer BB Cream als Sonnenschutz, das fand ich irgendwie interessant. Denn wenn ich Sonnencreme trage, trage ich in der Regel fast kein Make-up. Also wenn, dann mal ein bisschen Puder drauf, aber kein Make-up. Und bei der Vorstellung auch ein bisschen Farbtonausgleich zu haben, das konnte mich schon ein bisschen begeistern. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ach komm, ich probiere das mal aus. Ich verwende Lichtschutzfaktor 30. Und das ist nicht nur fürs Gesicht, sondern auch für den Körper. Was ich mache, ist, dass ich es mir oft aufs Gesicht auftrage, so ein bisschen im Dekolleté-Bereich und auch manchmal die Oberarme mitmache. Denn es hat so ein bisschen einen ausgleichenden Effekt. Ihr habt hier keinen Make-up-Effekt, ihr habt hier keinen Tinted Moisturizer-Effekt. Das habt ihr nicht. Aber ihr habt einen ausgleichenden Hautton-Effekt. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen rübergebracht. Was ich auch gut fand, ist, dass ihr nicht übermäßig fettig aussieht. Ich finde ganz oft, ist es einfach so, dass man aussieht, als wenn man mit dem Gesicht durch einen Pfund Butter gezogen worden, wenn man Gesichtssonnenschutz aufgetragen hat. Und das habt ihr hier auch nicht. Es ist schon ein bisschen mehr als ein geliges Produkt, dadurch, dass es ein Lotion-Produkt ist. Aber es ist nicht so glänzend, ölig, fettig, ne? Also es ist einfach angenehm und ich kriege davon keine Pickel. Das fand ich auch mega gut. Deswegen habe ich mir dieses Produkt hier ausgesucht und kann es euch wirklich empfehlen. Ich finde es wirklich, wirklich sehr schön und sehr interessant. Kommen wir zu einem Primer, Leute. Ja, habt ihr richtig gehört. Ein Primer. Leute, sie ist erwachsen geworden. Was soll ich sagen? Es braucht ein paar Jährchen, aber sie ist erwachsen geworden. Ich habe vor ein paar Wochen bei irgendeiner Bestellung, ich weiß nicht, ob es Douglas war oder ob es Sephora war, den Too Faced Hangover Primer in dieser wunderschönen Reisegröße mit dabei gehabt. Und habe dann als erste gedacht, ja, okay, naja, Primer. Ich glaube einfach nicht an diese Primer-Geschichte, ja. Ich hatte noch bisher keinen Primer, wo ich gesagt habe, wow, mega. Also ich habe einen Primer, den ich gut finde. Das ist dieser Photofocus, dieses Primer Water von Smashbox. Das ist das Einzige. Ansonsten diese ganzen Creme- und Seibengeschmier-Jedöns-Produkte mag ich einfach nicht. Ich mag nicht auf meinem Gesicht 50, 30 Millionen Schichten haben. Es ist einfach nicht mein Ding. Aber das habe ich auch heute auf meinem Gesicht unter meiner Puder Foundation. Und das ist für mich einfach ein super, super cooles Duo. Dieser Primer mit einer Puder Foundation, weil ich das Gefühl habe, er lässt die Foundation ein bisschen länger sitzen, ein bisschen fester sitzen. Die Foundation hat ein bisschen Grip, aber ohne fleckig zu werden. Und dieser Primer hat mir auch geholfen, eine Foundation in den Griff zu kriegen, die ich mochte, aber die aus irgendeinem Grund für mich nicht funktioniert. Ich weiß nicht. Lange Geschichte, lange Geschichte. Wenn ihr euch eins meiner letzten Videos anguckt, ich werde euch das mal verlinken, da erzähle ich ein bisschen was dazu. Also, dieser Primer ist ganz, ganz toll. Er ist sehr schön pflegend. Er hat eine gelig-cremige Konsistenz. Und es fühlt sich einfach an, als würdet ihr euch so ein Hyaluronserum auftragen. So könnt ihr das ungefähr vergleichen. Ich liebe den. Ich werde mir den definitiv in Full Size holen. Aber da das hier schon 20 Milliliter sind, das ist fast das Full Size Produkt, werde ich natürlich das erstmal aufbrauchen. Dann, ich bin ja jemand, der gerne mal Selbstbräuner verwendet. Jetzt gerade nicht, weil ich war tatsächlich ein bisschen draußen und habe jetzt ein paar Wochen lang keinen Selbstbräuner verwendet. Ich möchte euch stellvertretend ein Produkt hier vorstellen, was ich besonders gut finde. Ich habe aber noch ein Produkt von der Marke, was ich mindestens genauso gut finde. Aber ich wollte euch nicht überwältigen, ja? Und zwar habe ich mir von Isle of Paradise die Self-Tanning Drops in Dark geholt. Ich habe schon, wenn ihr mir länger folgt, diverse von diesen Tröpfchen ausprobiert. Von Clarins habe ich die ausprobiert,
Von Beauty Mates habe ich die ausprobiert und ich fand die auch immer okay, beziehungsweise auch gut für einen gewissen Zeitraum. Und dann habe ich irgendwie das Interesse daran verloren. Kennt ihr das? Ich hoffe, ihr kennt es. Und dann habe ich mir vor nicht allzu langer Zeit ein Video angeschaut von einer YouTuberin, die ich mir sehr gerne angucke, und zwar heißt sie Mindy Mings. Ich werde euch den Kanal mal unten verlinken. Ich finde, das ist so ein bessere Weltfernsehen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr mal so ein bisschen Positivität braucht und nichts überkandidelt ist, ein ganz normales Mädchen, die mit ihrem Ehemann zusammenlebt und ja, es ist einfach alles normal und nicht schickimicki, wisst ihr? Und auf jeden Fall habe ich mir ein Video von ihr angeguckt und sie hatte diese Tanning Drops verwendet. Und Alter, sind das geile Drops, Leute, ja? Ihr nehmt euch davon 3, 4 Drops, packt die mit in eure Creme, tragt euch die auf Gesicht, Ohren bitte nicht vergessen und Hals-Dekolleté-Bereich. Und Leute, am nächsten Tag seht ihr aus wie ein kleines Mockerbildchen, aber vom Allerfeinsten und zwar richtig cool, ohne Flecken. Es riecht ein wenig nach Selbstbräuner. Meine Jenny wird es jetzt wahrscheinlich abfeiern, weil ich weiß, dass sie den Selbstbräunerduft mega abfeiert. Ich tue das in der Regel nicht. Mach das aber so, dass ich mir das Produkt über Nacht auftrage und es ist definitiv schon nach ein paar Stunden ein absoluter Effekt zu sehen und wie gesagt, absolut fleckenfrei, wenig Duft, also es ist definitiv erträglich und ich habe von der Marke auch noch die Self-Tanning Body Butter. Und auch die, alter Leute, sah ich aus wie ein Mockerböhnchen, aber vom Allerfeinsten. Diese Produkte, mega. Ich habe sie bei Look Fantastic, glaube ich, gekauft mit irgendeinem Rabattcode. Also definitiv auch erschwinglich. Und seien wir mal ehrlich, ich habe das hier ein paar Monate, ne? Leute, guckt euch doch mal an. Ihr benutzt ja nichts. Ja, ihr benutzt ja nichts. Und ihr könnt auch rein theoretisch sagen, ihr mixt euch das in eure Bodylotion. Ne? Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt und das liebe ich an dem Produkt. Dann, also ich versuche momentan sehr offenherzig durch meine Make-up-Sammlung zu gehen und versuche gezielt zu kaufen. Das mache ich ja schon seit ein paar Monaten, beziehungsweise jetzt eigentlich schon seit etwas über einem Jahr, dass ich sehr, sehr, sehr gezielt versuche einzukaufen und wirklich Produkte kaufe, die ich auch, wo ich auch weiß, dass ich sie verwende. Und bei dem nächsten Produkt, das habe ich mir gekauft, weil ich dachte, da verwette ich fast Haus und Hof, dass ich das verwende. Und dann kaufte ich mir das und fand es auch okay, aber ich habe nie dazu gegriffen. Und zwar spreche ich von meinem guten Charlottchen. Die Jude Charlotte hatte ja mal vor nicht allzu langer Zeit den Bronzer rausgebracht. Ne? So, das ist dieser Autoreifen hier, den ihr hier seht. Das ist ein wieder auffüllbares Gemächt, wollte ich gerade sagen, Behältnis. Und ich habe die Farbe 2 Medium genommen. Vom Gefühl her, wenn ihr meine Haut seid oder vielleicht noch ein Ticken, nur ein Müh dunkler, würde ich mit der 3 gehen. Ja, die Farbe ist gut. Ich habe den auch heute verwendet tatsächlich. Ich finde, man sieht es auch ganz gut hier so an meinen Außenbereichen, dass ich definitiv eine gewisse Wärme habe. Aber der könnte noch müh dunkler sein. Und das war auch der Grund, warum ich den anfangs nicht wirklich verwendet habe, denn ich habe immer die Tendenz gehabt, zu dunkleren zu greifen. Seit ein paar Wochen feiere ich dieses Teil komplett. Komplett. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber ich liebe ihn mittlerweile. Ich finde, er ist super smooth. Er ist nicht fleckig. Er hat einen wunderschönen Ton. Sehr neutral mit leicht goldenem Unterton, finde ich. Ich finde ihn mega, mega schön. Packaging für meinen Geschmack ein bisschen groß. Hätte man auch ein bisschen dezenter machen können, aber ich beschwere mich nicht. Ihr kriegt jede Menge Produkt. Es sind. Wir werden es nie erfahren. Wir werden es wirklich nie erfahren. Wo stehst du denn? 16 Gramm? Kann das sein? Ich glaube, es sind 16 Gramm. Also, ihr kriegt hier einiges an Produkt und ich finde den mega schön. Er hält den ganzen Tag, er wärmt schön das Gesicht auf. Was soll ich noch lange reden? Charlotte hat wieder abgeliefert. Dann habe ich es mir gekauft. Liebe Leute, das Brow Freeze. Ich habe ganz viel Videos mit diesem Pöttchen drin gesehen. Es ist dieses Haargel für die Augenbrauen.
Und Leute, für alle, die den federigen Augenbrauen-Look feiern. Und dazu gehöre ich. Ich finde das einfach wunderschön. Ich finde, es ist natürlich, aber auch doch ausdrucksstark. Ich mag das total gerne. Ist das perfekt. Für Menschen wie mich, die von Natur aus ganz, ganz blonde Augenbrauen haben, entweder ihr feiert eure blonden Augenbrauen, dann sieht man das aber auch nicht so wirklich. Also siehst du das wirklich nur, wenn du richtig ein Porträtfoto schießt, dann wirst du das wahrnehmen, dass du das Produkt benutzt hast. Ansonsten kann ich nur sagen, müsst ihr mit eurem Brow Game total auf der Höhe sein. Ja, also ihr müsst regelmäßig färben, damit ihr auch immer schöne Augenbrauen habt, die ihr damit festkleben könnt. Und ich habe festgestellt, ich habe in diversen Videos gesehen, dass viele Mädels und Jungs das Produkt erst verwenden und dann mit einem Stift reingehen. Das mache ich nicht. Ich mache erst den Stift und dann das Produkt. Funktioniert für mich besser, aber ich glaube, da muss jeder seine Art und Weise und seinen Weg finden. Ich liebe es. Es hält wie Beton. Es ist L'Oreal Männerhaargel Stufe 4, kann einpacken. Das ist wirklich mega, mega, mega cool. Dann habe ich mir zu meinem Geburtstag im April von Too Faced diese Cocoa Contour Palette gekauft. Und ich zeige sie euch heute, weil ich sie einfach insgesamt sehr schön finde. Aber hauptsächlich wegen der beiden Puder hier. Das ist einmal das Light Highlight und das Medium Highlight. Im Grunde ist es ein Banana Powder und ein leicht rosa eingefärbtes Highlighter, Setting Powder. Mega schön. Mega schöne Puder. Auch die anderen Produkte hier sind super, aber gerade wegen der zwei Puder feiere ich diese Palette mega. Den Rest verwende ich einfach nicht so regelmäßig. Wie gesagt, ich mache mal Kontur, aber nicht jeden Tag, und dementsprechend die Puder verwende ich fast täglich. Ganz, ganz toll. Sehr, sehr, sehr wertige Palette. Sehr, sehr schön und absolut ihr Geld wert. Dann habe ich ja, und das ist das einzige Produkt, was ich mir nicht selber gekauft habe in diesem Favoritenvideo, dann habe ich ja vor nicht allzu langer Zeit von Dior ein PR-Paket bekommen und da hatte ich eine Lidschattenpalette drin. Es ist die Summer Dunes Palette in der Variante Mirage. Das sind diese kleinen Fünfer-Paletten hier. Und das ist diese Palette hier. Ich weiß, also wenn ihr ein Video dazu sehen möchtet, ich werde euch das mal verlinken, dass viele diese Palette als enttäuschend empfunden haben. Was ich bedingt verstehen kann, wenn man einfach zu viel von ihr erwartet. Ich habe in meinem Video da genauer drüber gesprochen. Es ist aber in diesem Favoritenvideo, weil ich dieses Palettchen die letzten Wochen unfassbar gerne verwendet habe. Und zwar ganz einfach nur ein Lidschatten und fertig war es. Wie gesagt, es wurde relativ warm hier bei uns. Ich hatte nicht so richtig Lust, mich zu schminken. Und für diese Phase des Jahres sind so eine einfachen Paletten einfach perfekt, ja. Ich finde die ganz toll, die Qualität ist super, es ist eine super simple Palette. Wie gesagt, wenn ihr mehr zu dieser Palette sehen möchtet, guckt euch das Video gerne an. Ich finde sie wirklich toll. Und dann kommen wir noch zu zwei Fashion Highlights, wenn man es so will. Und zwar, das erste sind meine London Rebel Segelschuhe. Ich kaufe mir im Grunde jedes Jahr ein paar Seglerschuhe in Weiß, weil ich einfach finde, die gehen mit allem, ja. Die kannst du zu einem Sommerkleid anziehen, genauso wie zu einer Leggings, genauso wie zu einer Jeans, genauso wie zu einer Shorts, wenn du Bock drauf hast. Es geht einfach immer und überall und du bist immer gut angezogen an den Füßen. Ich liebe Seglerschuhe, riesengroßer Favorit und die besonders, weil die absolut bequemsten, schönsten, am einfachsten zu pflegendsten Schuhe sind, die ich in dieser Art und Weise jemals gehabt habe. Denn die sind in so einer Art Fake-Leder. Das heißt, du kannst sie abwischen. Mega. Du kannst die Schnürsenkel logischerweise waschen, wenn du möchtest. Überhaupt gar kein Thema. Und die haben von drinnen so eine Art Mikrovlies. Oh, Leute, die bequemsten Schuhe der Welt. So toll, nicht teuer. Wenn ich sie noch finde, werde ich sie euch unten verlinken. Und das letzte Teil, was ich euch heute zeigen möchte.
ist meine neue Smartwatch. Sie ist von Aptek. Ja, ich werde euch auch das Zeichen unten verlinken. Ich bin auf die Idee gekommen, mir eine Smartwatch zu holen, weil Herr Bielomar sich eine geholt hat. Und ich dachte, ah ja, es ist schon irgendwie ganz cool, wenn man so sieht, wie viele Schritte man gelaufen ist. Es ist schon irgendwie ganz cool zu sehen, wie wenig man geschlafen hat. Und ja, irgendwie ist das schon ganz cool. Aber ich muss sagen, ich hatte schon öfter mit dem Gedanken gespielt, mir eine Apple Watch zu holen. Ich bin selber Apple-Anwenderin. Da war für mich der Gedanke am naheliegendsten, eine Apple Watch zu nehmen. Mein grundsätzliches Problem mit dieser Uhr ist einfach, dass ich sie hässlich finde. Das ist ein ganz, ganz persönlicher Geschmack. Also ich weiß, viele finden die total schön und alles gut. An einem Mann kann ich die auch echt noch ertragen. An einem Frauenarm finde ich sie persönlich für mich nicht schön. Ich mag runde Uhren lieber als eckige. Aber auch, also ich mag auch einige eckige Uhren, aber generell würde ich mir eine aussuchen, würde ich persönlich eine runde wählen. Und ich habe dann irgendwie auch gedacht, Alter, ja, und dann auch noch irgendwie 400-500 Euro, nee, für mich hässliche Uhr, nein, bei aller Liebe nicht. Und dann habe ich diese hier gefunden und erstmal fand ich, es gab sie wirklich in schönen Farben. Ich habe lange geschwankt zwischen diesem Blush-Ton hier in Rose Gold Blush oder in einem ganz schönen, ja, Agavengrün mit Gold. Fand ich auch mega schön und diese Uhr kostet nur um die 40 Euro. Ja, ist natürlich ein Wagnis, kann richtig ein Griff ins Klo werden, aber ich dachte, ich gebe lieber 40 Euro aus und trage sie nicht, als dass ich 400 Euro ausgebe und ich trage sie nicht. Wisst ihr, weil dann hätte ich mich richtig in Poppes gebissen. So, und ich finde, die ist mega, mega schön. Sie hat all das, was man so mag. Wie zum Beispiel, was ich einfach ein total nettes Gimmick finde, ist, dass ich ein Bild von meinem Kind als Hintergrundbild habe. Können jetzt viele sagen, okay, nice to have, aber braucht kein Mensch. Ich find's cool. Ich freue mich, wenn ich mein Bübelchen sehe, wenn ich hier auf die Uhr gucke. Finde ich schön. Dann habt ihr hier natürlich die Nachrichtenfunktion, die ihr über die App verwalten könnt. Das heißt, ihr kriegt hier eure WhatsApps, ihr kriegt hier eure E-Mails, ihr kriegt hier eure SMS. Was es nicht alles für Nachrichten gibt, könnt ihr das hier einstellen. Ihr habt ein Wetteranzeige, ihr habt Zyklus-Tracker, ihr habt Schrittzähler, ihr habt Schlafzähler, ihr habt Wasser-Trinkerinnerungen. Also gefühlt habt ihr hier alles. Ich feiere diese Uhr total ab. Ich finde sie schön, ich finde sie funktionell und ja, großer, großer Favorit der letzten Wochen. Ach so, und einen Favoriten habe ich noch ganz vergessen. Und zwar haben wir unser Wohnzimmer etwas erneuert. Wir haben einige Teile behalten, wir haben aber neue Tische, einen neuen Teppich, eine neue Couch. Und das war auch ein sehr, sehr großer Favorit der letzten Wochen tatsächlich, weil es einfach so schön Chili Willy ist und einfach gemütlich und clean und ja, nicht überkandidelt, ein bisschen skandinavisch, ein bisschen Pocahontas, keine Ahnung. Also irgendwie schön und wir fühlen uns damit sehr wohl und sind sehr glücklich. Und das war definitiv auch noch ein großer Favorit. Wenn euch interessiert, wie das Wohnzimmer aussieht, dann werde ich euch mal meinen Instagram-Account unten in die Infobox verlinken, denn da gibt es einen Post dazu, da steht auch, sind auch Verlinkungen auf dem Bild, wo ich die einzelnen Dinge gekauft habe oder bestellt habe. Und wenn ihr mir dann noch nicht folgt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr Lust habt, das zu tun. So, dann schreibt mir doch auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, was eure Favoriten der letzten Wochen und Monate sind. Dann drücke ich euch jetzt, schicke euch ganz, ganz viel Liebe und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao.